Ja, hi, ich bin's, Olaf Henning. Im nächsten Beitrag geht's um zwei typische Fehler beim Kurzhantelrudern einarmig. Viel Spaß dabei! Und hier ist Fehler Nummer 1. Ja, hier können wir ganz gut sehen, dass die Schulter nicht mit nach hinten geführt wird, sondern dass die Schulter eher nach vorne rollt. Und das wollen wir nicht. Und jetzt Fehler Nummer 2. Ja, hier hört das Rudern auf halber Strecke auf. Wir wollen natürlich den ganzen Bewegungsumfang ausnutzen. Und hier ist Fehler Nummer 1. Dass die Schulter beim Rudern nach vorne rollt, das wollen wir nicht. Deswegen die Schulter bitte mit nach hinten ziehen. Und jetzt kommt Fehler Nummer 2. Ein ganzer Bewegungsumfang ist schon wichtig. Deswegen auch beim Rudern den Arm inklusive Schulter mit nach hinten ziehen. Und zwar so weit, dass in der obersten Position der Ellenbogen deutlich über dem Oberkörper ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, dann wäre das ziemlich cool, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dazu müsstest du nur den Abonnieren-Button hier unten klicken. Falls du mehr Videos von mir sehen möchtest, dann klickst du einfach auf eins dieser Videos drauf und schon geht der ganze Spaß weiter. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.